Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj bittet um Kampfflugzeuge von seinen europäischen Verbündeten. Bei einem Treffen in Paris forderte er seine französischen und deutschen Amtskollegen auf, schwere Langstreckenwaffen zu schicken. Emmanuel Macron und Olaf Scholz bekräftigten ihre Unterstützung für die Ukraine. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Selenskyj, Frankreich und Deutschland hätten das Potenzial, die Spielregeln im Kampf gegen Russland zu ändern. Все очевидно, чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю, далекобійну, Еммануеля, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки. Олафе, чим міцніше буде наша коаліція танкова. Я вам вдячен за те, що ви почали цей шлях, і тим швидше закінчиться ця агресія Росії. І ми повернемо Європі впевнений мир. Zuvor hatte Selenskyj bei seinem Besuch in London die Westminster Hall aufgefordert, Kampfjets zu liefern. Großbritannien zögert bislang und hält die Lieferung von Flugzeugen für eine langfristige Lösung, da es Jahre dauern werde, Piloten auszubilden. Im Rahmen seiner Europareise trifft Selenskyj jetzt in Brüssel die Staats- und Regierungschefs der EU. Bei ihnen will er seine Forderung erneut vorbringen.